Moin moin und willkommen zurück bei Dying Light 2. Es geht hier an der Stelle am Damm weiter. Und wir hoffen, dass wir jetzt endlich in die GRE-Datenbank reinschauen können, um Hinweise auf Mia zu finden. Ganz einfache Sache, aber so einfach wird es wohl wahrscheinlich nicht werden. Denn auch Waltz ist hinter dem Schlüssel, den wir haben, her. Auch er würde gerne was in der Datenbank machen, was auch immer. Naja. Siehst du diese Kuppeln? Ja, der Ort ist aber mit Chemikalien geflutet. Die GRE hatte dafür eine Lösung. Als sie die THV-Gen-Mod schufen, mussten sie ihre Angestellten vor der Belastung schützen. Die THV... was? Die Chemikalien. Sie entwickelten Blocker. Spritzen, die ihre Arbeiter einige Minuten vor den Dämpfen schützten. Zum Glück habe ich noch 2 Dosen davon. Ich hatte das Gefühl, die würden eines Tages noch nützlich werden. Ah, die müssen jetzt viel wert sein. Sie sind extrem selten. Vorerst werden wir aber nur eine brauchen. Für dich. Du kommst nicht mit? Kommst du denn nicht mit? Nein, ich werde nachkommen, aber zuerst musst du die Stromversorgung zum Gebäude wiederherstellen. Sieh mal, ich habe Panikattacken in engen Räumen oder im Dunkeln. Natürlich. Jetzt hältst du mich vermutlich für einen Feigling. Absolut nicht. Es gehört Mut dazu, hierher zu kommen. So, kann losgehen. Ich muss es so wie immer alleine machen. Schließ zuerst den Strom wieder an. Dann kann ich nachkommen. Streck deinen Arm aus. Denk daran, die Spritze schützt dich nur für begrenzte Zeit vor den Chemikalien. Kann ich denn nicht gleich beide nehmen? Nein, nicht gleichzeitig. Das Zeug ist zu stark. Begib dich so schnell wie möglich zur kleineren Kuppel und von dort aus dann zur größeren. Du solltest eine Tür nach drinnen finden. Dort bist du dann sicher. Begib dich dann zu Block B. Dort sollte sich der Hauptschutzschalter des Gebäudes befinden. Sobald du den Strom wieder eingeschaltet hast, wird die Sicherheitstür entriegelt. Dann kann ich durch den Tunnel nachkommen, den ich dir gezeigt habe. Jetzt geh. Der Blocker wirkt schon. Ja, dann lass mich jetzt laufen, dass ich schnell mich beeilen kann. Alter, in Chemikalien laufen, Digga, ist ja geil. Fühlt sich super an. Der Blocker wirkt. 50 Meter und noch 50 Sekunden. Hey, hallo? Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist hier, oder? Sollten wir nicht von einer zur anderen Kuppel gehen, aber kommen wir hier auch vielleicht einfach so durch? Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Das ist nicht richtig, was ich hier mache. Das ist absolut und zu 100% nicht richtig. Scheiße. Ja, fuck. Ich hätte zuerst in die hier gehen sollen. Ich habe nicht gehört und dachte, ich kann da irgendwo rüberklettern, aber das war mal wieder falsch. Komme ich denn in diese... Hä, aber ich komme doch auch hier nicht rein, oder doch? Oder war hier doch richtig und ich hätte nur... Ach, Digga, da war doch richtig und ich hätte nur hier rüber springen müssen. Ja, okay, gut, verkackt, ist gut. Ja, es ist gut, es ist gut. Okay, eine knappe Minute hat man dafür. Der Blocker wirkt. Aber denke ich durchaus machbar, aber wenn wir erstmal drin sind, dann ist es glaube ich auch kein Problem mehr. Kletter da mal hallo ein bisschen schneller hoch, Aiden. Es ist nun wirklich nicht so, als hättest du hier den ganzen Tag Zeit, ja? Fehlfunktion des Kopfstromkreises in Block B. Notfallprotokoll initiiert. Veronika, ich habe es durch die Chemikalien zur ersten Kuppel geschafft. Oh Gott. Großartig. Jetzt begib dich zur zweiten. Finde eine Tür, eine Klappe oder irgendwas, das unter die Erde führt. Okay. Holy shit, hier darf ich jetzt aber nicht mehr runterfallen, wenn ich hier runterfalle, war es das. Dann komme ich da nicht nochmal hin. Hier darfst du gar nichts mehr verkacken. So, ich habe einen Parcourspunkt. Und ich springe hoch, während ich an einer Wand entlang laufe, um noch weiter nach oben zu kommen, denn das ist geil. Ach so. Ja, ja. Chemiegebiet kann eigentlich nicht sein. Hier ist eigentlich nichts mit Chemie mehr. Oh, Gott sei Dank geschafft. Und rein ins Observatorium, sobald ich mich hier nochmal ganz kurz einmal umgeschaut habe. Ich habe den Eingang gefunden. Soweit, so gut. Woher kennst du das hier überhaupt so gut? Ich war nur einmal hier. Vor langer Zeit. Ich habe aber ein gutes Gedächtnis. Klingt hilfreich. Maya,
Manchmal ist es eher ein Fluch. Echt. Hier dürfte eigentlich kein Menschenseele und auch kein Zombie. Hier dürfte eigentlich gar nichts mehr sein. Das dürfte komplett verlassen sein, eigentlich. Veronika, es ist nicht komplett verlassen. Hier ist eine Horde Infizierter. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass es mittlerweile leer sein würde. Tja, ist es nicht. Keine Ahnung, ob ich hier durchkomme. Benutz die UV-Taschenlampe an deinem Gürtel. Das sollte sie in Schach halten. Bleib nur nicht stehen, Aiden. Die kann ich nicht wirken irgendwie, ne? Aus irgendeinem Grund geht das schon wieder nicht. Wenn ich die auf die 1 lege, geht das dann? Ja, ich... Vielleicht funktioniert sie auch wirklich nur, wenn man... Nee. Nee, denn er benutzt trotzdem den Enterhaken. Die Taschenlampe interessiert ihn gar nicht, aber das ist auch in Ordnung. Dann laufe ich einfach nur komplett durch. Das ist auch okay. Das ist okay, Jungs. Das ist absolut okay. Ihr macht hier euer Ding, ich mach meins. Ach du Scheiße! Es ist in Ordnung, Jungs. Es ist in Ordnung. Ich gehe hier einfach durch und dann ist es okay. Ey, Mann. Ich hätte auch einfach gerne gegen sie gefightet oder am liebsten wirklich die UV-Taschenlampe benutzt, aber geht halt nicht. Weil das mit den Schnellausweis-Slots wirklich ein bisschen lost gemacht ist, irgendwie. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn immer, wenn man auf Zombies guckt, er automatisch dann auch die UV-Taschenlampe benutzt und wenn ich an der Wand gucke, dann benutzt er den Enterhaken, ne? Das ist leider nicht so. Er benutzt immer den Enterhaken jetzt. Na gut, okay. Wir haben hier nicht unendlich Zeit. Zumindest nicht ohne Pilze nehmen zu müssen. Kann ich hier reinspringen ohne? Ja. Ach Gott, es ist ein Dietrich. Warte, warte, warte. Ist gut, ja, es ist gut. Ihr müsst sterben. Ihr müsst hier alle sterben. Anders geht's nicht, Jungs. Sorry, Mann. Jetzt tun mir die Zombies hier schon leid in dem Game, oder was? Oh! Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hab mich legit erschrocken, weil der einfach angesprintet kommt. Das macht doch sonst keiner. Ach, dicker Mann. Nerv doch mal nicht rum. Also jetzt mal ohne Witz. Verpiss dich einfach und dann ist auch mal irgendwann gut. So. Möchtest du aufgehen, Tür, oder nicht? Also, Digga. So. Och Gott. Nervt nicht rum. Bitte nicht. Ja, fuck you. Schalt das ein, schalt es ein. Schalt alles ein. Da unten ist ein Fettsack, habe ich schon gehört. Yeah. Yeah. Geht drauf. Veronika, ich habe es geschafft. Oh Gott! Nein! Der Sicherheitstunnel ist offen. Ich werde versuchen... Das wollte ich nicht, WTF. Na, dieser Ort ist ein ziemliches Nest. Okay, er ist down. LOL. Aber ich habe sie erledigt. Sie waren auch mal Menschen, Aiden. Sie verdienen etwas Respekt. Ja, aber was soll ich jetzt machen, ne? Sind halt keine Menschen mehr. Was? Was ist denn los? Der Aufzug ist stecken geblieben. Aha, ist wohl eine Sicherung durch. Ich schau gleich mal nach. Ah ja. Mach was. Schnell! Bitte! Keine Sorge. Jetzt geht das wieder los mit dem Verbinden von den Dingern hier, ne? Lass mich nicht hier. Bleib ganz ruhig. Ich brauche nur einen Moment. Ach stimmt, sie hat ja Platzangst, right? Lass mich nicht allein. Digga, als ob sie so eine... Ey, du musst dich jetzt mal ganz kurz gedulden. Ich muss hier erst looten. Hör bitte auf, ins Mikrofon zu atmen. Du irritierst mich. Dann dauert es nur noch länger. Oh, Gott, bitte! Ja, es ist okay. Es ist okay. Bleib ganz ruhig. Ich finde das auch ein bisschen lustig. Natürlich ist es schon auch irgendwie... Ja, sollte man keine Witze drüber machen, ist ja klar. Eins. Aiden! Tu etwas! Hol mich hier raus! Ich bin ja dabei... Hol mich einfach raus! Hol mich raus! Ja! Wenn ich hier Däumchen drehen, Veronika. Versuche zu atmen. Langsam. Ah, ah, lass mich nicht allein! Lass mich nicht allein! Schreien bringt gar nichts. Damit lockst du nur die Infizierten an. Bleib ruhig. Ich lass dich nicht alleine. Wait a minute, kann ich... Das kann ich hier jetzt mittlerweile mal machen. Das ist auch gut so.
In einer der Räume, richtig? Ja. Okay, kein großer Hit. Das hier ist ja tatsächlich nicht zeitbegrenzt. Ich hatte wirklich gedacht, dass das zeitbegrenzt ist. Weil sie ja nicht so lange allein bleiben kann. Aber das dürfte es jetzt damit... Veronika, wir haben wieder Strom. Alles okay? Veronika? Wir treffen uns an den Aufzügen. Ja, und ich warte schon hier. Alles in Ordnung? Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, das klappt. Steig einfach ein. Digga, da ist es ein... Das ist ein riesig großer Fahrstuhl. Der ist riesig groß. Das kann keine Platzangst in dir ausgelöst haben, Alter. Kannst du mir nicht erzählen. Das Ding ist doppelt so groß wie ein normaler Fahrstuhl. Da drin kannst du eine Geburtstagsparty feiern. Und sie hat Angst da drin, oder was? Das ist ein mega natürlicher Fahrstuhl, hä? Hattest du schon immer Platzangst? Im Ernst? Seit über 10 Jahren. Und was ist passiert? Aiden, um Gottes Willen! Können wir das Thema vorerst lassen? Digga, du kannst hier Fußball spielen. So groß ist dieser Fahrstuhl. Wie kannst du da Platzangst haben? Die Datenbank. Wo ist sie? Augenblick. Unter uns. Noch weiter runter? Noch 6 Stockwerke nach unten. Ganz schön. Vor der GIE wurde dieser Komplex vom Militär genutzt. Sie haben von hier aus Bedrohungen überwacht. Raketenangriffe und so. Deswegen wurde es das Observatorium genannt. Dann kam das Virus und das war's dann. Und was ist dann passiert? Naja, die GRE verlor die Kontrolle über die Situation und es ging alles den Bach runter. Alles brach zusammen. Soweit ich weiß, haben sich die Wissenschaftler zuerst im Gebäude verbarrikadiert. Die Bedingungen dort drin wurden aber schon bald so schlecht wie in der Stadt. Deswegen haben sich ein paar von ihnen heimlich rausgeschlichen. Und um diejenigen, die geblieben sind, hast du dich vorhin gekümmert. Tja. Sonst würdest du jetzt immer noch im Fahrstuhl stecken. Das Militär war also vor der GRE hier drin? Ja, das war mal ein Kommandobunker im Kalten Krieg. Kalter Krieg? Eine Phase im letzten Jahrhundert. Kriege wurden damals auf einer viel größeren Skala ausgetragen. Es ging nicht nur um alltägliche Angelegenheiten wie ausreichend Wasser, UV-Lampen und Essensreste. Auf gewisse Weise war es aber wie heute. Die Menschen lebten jeden Tag in ständiger Angst. Dazu sage ich jetzt interessante Geschichte, oder was? Ich soll wohl eher sagen, ja, traurig, dass es so ist. Krasse Geschichte. Sie haben solche Orte früher als Zeugnisse der Geschichte bezeichnet. Na toll, schon wieder im Dunkeln. Ach ja, Dunkelheit hat sie... Aber da war ja ein lila Licht drin, ne? Im Fahrstuhl war ja, da war es ja nicht mehr dunkel. Imagine, es wäre im Fahrstuhl dann noch komplett dunkel gewesen. Könnten wir ihn nutzen, um das ganze Stockwerk zu versorgen. Dann wäre sie ja komplett am Ende gewesen. Dietrich schwer. Naja gut, okay, ich versuch's mal. Also Digga, das war doch also eigentlich perfekt. Also komm. Ach komm, Mann. Danke. War es das wert? Weiß ich noch nicht. Nicht unbedingt so. Okay, alles klar. I know what to do. Wir müssen diese Türen irgendwie aufbekommen. Vielleicht von der anderen Seite. Nur so kommen wir an die Datenbank, Aiden. Ja, vollkommen in Ordnung. Mir fällt auch schon was ein. Ja, vielleicht auch nicht. Gibt's ja mal irgendwie eine Tür? Irgendwie kann ich hier... Hä? Kann ich da hoch oder geht es nicht? Ja, irgendwie nicht so wirklich, ne? Also, dass ich... Ja, da hochhalten, ne? Wahrscheinlich.
Oder? Ja, geh da hoch, bitte. Okay. Ja, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus, ne? Und dann kann ich da hinten durch den Lüftungsschacht. Ach, guck mal, hier hätte man hoch... Hier hätte man scheinbar hochsteigen sollen. Da ist dieses gelbe Tuch, was immer bedeutet, ey, da geht's weiter. Ja, recht eng hier drin. Jetzt entwickel du nicht auch noch eine Klaustrophobie, bitte. Oh, was war denn das? Warum habe ich denn so gezittert? Hast du noch Epilepsieanfall bekommen hier oder was? Nochmal Dietrich schwer. Ich hoffe auf die genau gleiche Stelle. Und es ist auf gar keinen Fall die genau gleiche Stelle. Es ist diesmal dafür oben rechts. Easy. Ich brauche nicht H gedrückt halten, um sie zu benutzen. Ich bin voll. Oder fast voll. Das Spiel möchte hier ständig, dass ich meine ganzen Medikits alle verballer. So. Das Ding geht jetzt hier erstmal auf. Abkürzung schon mal geschaffen. Was sagst du dazu, Veronica? Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und da ist... Ich muss irgendwie da rein und diese Tür öffnen. Da ist die Stromversorgung, die wir brauchen. Veronica, wie geht's dir? Ich will nur zu dieser Datenbank und dann hier raus. Na, du machst das toll. Sag einfach was. Warum hilfst du mir wirklich? Du gehst ein großes Risiko ein. Frank hat mir gesagt, dass dir das wichtig sei. Und das ist alles. Du weißt vermutlich nicht viel über Frank und die Night Runner. Wir schulden ihm, naja, alles. So. Okay. Nee, das war's nicht. Ich dachte, ich muss einen Schrank öffnen und ich muss einen Schrank wieder beiseite schieben und dahinter ist wieder, ne? Dem war nicht so, aber ich muss wieder hier hoch. Okay. Das machen sie also nochmal. Soll ich hier in den richtigen Raum runter oder was? Oder soll ich doch bis ganz zum Schluss durch? Nee, das ist richtig. Zack. Zack. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, ist hier irgendwas? Nein. Dann verbinden wir die Dinger jetzt. Immer diese Stromprobleme. Hier ist noch ein ganz kleines bisschen Loot. Kluge Entscheidung, den Schaltkreis umzuleiten. Ja, hat mir ein paar Mal das Leben gerettet. Veronica, sollen wir gehen? Ja, lass uns das erledigen und dann von hier verschwinden. Hier lang. Bin ich auch dafür. Der Hauptcomputer ist dort. Du wirst endlich erfahren, was mit deiner Schwester passiert ist. Sie ist alles, was ich habe. Was ist mit euren Eltern? An die erinnere ich mich nicht mehr, nur noch an sie. Wir waren ein gutes Team. Ohne sie ist es, als ob... Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Naja, ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Wir sind alle andere Menschen, als wir noch vor 15 Jahren waren. Wir sind alle... Hey. Eine Sekunde, bitte. Das Ding müssen wir noch kurz aufhebeln. Hier ist es. Schon wieder verschlossen. Was jetzt? Das Terminal ist nicht aktiv. Das Sicherheitssystem hat diesen Bereich abgeriegelt. Das war's dann wohl. Ich habe eine Idee. Versuche, den Offiziersraum zu finden. Dort gibt es ein Sicherheitspult. Wir könnten versuchen, die Türsperren von dort aus zu bedienen. Du müsstest deinen GRE-Schlüssel dafür nutzen können. Du weißt ziemlich viel über dieses Gebäude.
Bitte, führ einfach den Schlüssel ein und wähle Notfallsperrung auf dem Bildschirm. Ich werde dir alles erklären, sobald du fertig bist. Ja, und das ist hundertprozentig, ja, in dem Raum mit den Infizierten. Naja, wobei nicht ganz da drin. Aha, ach so, das ist sogar der Raum hier, wo ich sogar schon mal drin war, wenn das... Oder muss ich jetzt hier durch? Ach so. Ja, ich muss, jetzt komme ich in den Raum mit den Infizierten, glaube ich. Es hat funktioniert. Okay, nee, doch nicht, Leute. Wir haben aber vielleicht ein anderes Problem. Ich stecke hier fest, ich muss einen Weg rausfinden. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Bleib einfach, wo du bist. Und das ist ja... Also, es kommt doch alles wieder auf den Raum mit den Infizierten zurück, glaube ich. Die sind ja nicht umsonst da. Ja... Ja, hier einfach wieder hoch, ne? Wie man es kennt. Und dann durch den Lüftungsschacht. Aber wir könnten wieder in den Raum reingehen und dann von da aus zurückkommen, glaube ich, wo... Also der Raum, der sicher ist, oder? Geht das nicht? Kann ich nicht hier runter? Nee. Jetzt lande ich im Raum mit den Infizierten, als hätte ich das nicht eventuell schon ein ganz kleines bisschen vielleicht sogar gewusst. Hangmod hätte ich gar nicht benutzen müssen, denke ich mal. Gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ach, schön, wenn es im First Try oder fast First Try funktioniert, ist immer herrlich. Ich könnte auch mal eigentlich alles, was ich nicht brauche, an dem ganzen Kram ja auch mal verkaufen eigentlich. Hm. Nicht so krass, wie ich ja anfangs dachte, das Ding. Achso, hier komme ich zwar auch nicht raus, aber jetzt können wir den hier machen. Aha, und jetzt haben sie hier... Guck mal, hier haben sie extra wieder so ein Event gemacht, wo man länger für braucht. Damit man auch ja nicht einfach durchlaufen kann, sondern wirklich die Zombies erst besiegt. Na klar. Dr. Veronica Ryan, Direktorin Abteilung Feldlabor, mittelrangige GRE-Ärztin von wegen. War sie einer... Veronikas Büro zu sein. Du warst nicht ehrlich zu mir, Veronika. Sage mir nicht... Wer ist dieser Junge? Ist das ihr Sohn? Aiden. Lustig. Scheint wohl noch eine andere Veronica Ryan gegeben zu haben. Direktorin, Abteilung, Feldlabor. Ich wollte es dir erzählen. Warum hilfst du mir? Arbeitest du mit Waltz zusammen? Waltz? Nein, niemals. Auch damals nicht. Waltz hatte sein eigenes Forschungsteam. Du wusstest aber von den Experimenten, wie sie die Kinder benutzt haben. Mich und meine Schwester. Deshalb bin ich hier, Aiden. Ich kann nicht vergessen, was wir hier getan haben. Dass wir euch im Stich gelassen haben. All die schmerzgeplagten Kinder und kein Heilmittel dagegen. Heilmittel? Wir waren fünf, verdammt nochmal! Kleine Kinder zeigten eine natürliche Immunität gegen das Virus. Wir erkannten eine Korrelation zwischen Alter, Entwicklung des Gehirns und Schwere der Infektion. Deswegen haben sie an euch experimentiert. Die GIE, die Welt, brauchten euch. Ihr wart scheinbar unsere einzige Hoffnung. Es tut mir leid. Das hättest du auch einfach gleich sagen können. Aber ich schätze mal, sie wollte auch so ein bisschen unser Vertrauen gewinnen. Und wenn sie das am Anfang schon gesagt hätte, wären wir schon eher negativ reingelaufen. Ja, okay, ich kann es auch so ein bisschen verstehen. Ich hoffe, dass das, was sie sagt, stimmt und sie wirklich in einem anderen Bereich war. Sie hat auf jeden Fall auch zumindest von diesen Experimenten gewusst. Ich dachte erst, sie war selber eine Ärztin, die das durchgeführt hat. Dem scheint ja wenigstens nicht so zu sein. War es das wert? Habt ihr auch nur annähernd ein Heilmittel finden können? Wir waren nah dran. Aber das Virus hat schließlich den Komplex erreicht. Also, warst du an diesen Experimenten beteiligt? Nein. Die Tests an Kindern wurden allesamt in einem Labor durchgeführt. Hier haben wir Daten gesammelt und analysiert. Ich war hier, als das alles geschah.
Die Teammitglieder begannen sich zu verwandeln und die Dinge gerieten schnell außer Kontrolle. Einer nach dem anderen wurden wir im Inneren eingesperrt. Wir versteckten uns und schlichen durch diese dunklen Flure und Lüftungsschächte. Mein Sohn, er war hier mit mir. Paul, er war damals auch 5. Was ist mit ihm passiert? Ich konnte den Schacht finden, der zum Haupteingang führte. Ich habe Paul gesagt, er soll auf mich warten. Ich habe ihm einen Kuss gegeben. Ihm gesagt, er solle warten, bis ich sichergestellt hätte, dass der Eingang sicher ist. Er klammerte sich an mich. Wollte mich nicht gehen lassen. Als ich zurückkam, um ihn zu holen, war er weg. Ich war nur 15 Minuten weg. Ich habe die darauffolgenden Wochen damit verbracht, nach ihm zu suchen. Und weinte dann den Rest meines Lebens. Ich hätte es wissen sollen. Er war ein Kind. Ängstlich. Allein. Das tut mir leid. Du hast versucht, ihn rauszubringen. Wie hättest du das wissen sollen? Wie auch immer. Wir haben alle unsere Geschichten aus der Vergangenheit. Lass uns darauf konzentrieren, was als nächstes passiert. Gute Idee. Okay. Lass uns gehen.